Ja, das SAS-Net-Projekt ist ein von der EU gefördertes Forschungsprojekt aus dem interregionalen Förderungsfonds, das wir zusammen mit Spin-offs der Universität Udine machen. Und bei uns geht es darum, wir wollen in einem Nationalpark bzw. in Umgebungen mit keiner Infrastruktur ein Sensornetzwerk aufstellen können, das autonom Audio-Videodaten aufzeichnet und verarbeitet. Und daraus bestimmte Ereignisse erkennt, zum Beispiel Bewegungsmuster von Besuchern, Besucherinnen im Nationalpark erkennen kann, dafür, dass der Nationalpark dann damit zum Beispiel die Schilderplatzierung optimieren kann. Wir wollen natürlich auch andere Ereignisse wie Wildtiere, wie Wilderer, solche Dinge erkennen können. Und das Problem, das man in so einem System hat, ist, im Nationalpark und in so ähnlichen Umgebungen hat man keine Infrastruktur. Das heißt, wir haben keine Stromversorgung, wir haben kein Netzwerk und wir müssen uns darum kümmern in diesem Projekt, dass wir den Energieverbrauch optimieren, aber gleichzeitig die Leistung dieses Netzwerks erhalten können. Das heißt, wir müssen Hardware verwenden, die weniger Energie verbraucht, die wir von Solar- und Windkraft betreiben können und von Batterien betreiben können. Wir müssen aber gleichzeitig auch darauf achten, dass die Kameras, Mikrofone da drinnen die richtigen Arbeiten erledigen, die richtigen Aufgaben erledigen und sich auch untereinander zu koordinieren, um den Energieverbrauch zu senken.